Im Grand Hyatt Athen wurden sie verliehen, die diesjährigen Oscars der Reisebranche, die World Luxury Awards 2023. Nominiert waren mehr als 3200 Hotels, Spas und Restaurants aus 45 Ländern. Darunter auch das Relais und Chateau Dollenberg Schwarzwald Ressort. Insgesamt ging das Ressort von Meinrad Schmiederer in drei Kategorien ins Rennen und gehörte zu den großen Siegern des Abends. Gewinner in der Kategorie Best Luxury Spa Getaway. Gewinner in der Kategorie World Luxury Restaurant Award Haute Cuisine. Gewinner in der Kategorie World Luxury Hotel Awards Best Luxury Garden Resort in Europe. Dann der Höhepunkt. Als krönenden Abschluss holte sich das Team vom Dollenberg Schwarzwald Resort mit ihrem Restaurant Le Pavillon auch noch den Award Global Restaurant of the Year, die höchste Auszeichnung bei den World Luxury Awards hier in Athen. So gingen an diesem Abend vier Awards ans Dollenberg Schwarzwald Resort. Mehr geht nicht. Entsprechend glücklich war dann auch Meinrad Schmiederer. Was glauben Sie, was hat die Gäste davon überzeugt, Sie auf die absolute Spitze nach oben zu setzen? Als erstes möchte ich jetzt mal erst Danke sagen. Danke meiner Familie, meiner Frau, meiner Schwester, meinem Schwager. Ich möchte Danke sagen allen meinen Mitarbeitern, die dafür jeden Tag das Allerbeste leisten. In allen Räumen unseres Hotels, nicht nur im Le Pavillon, das ist ja ein Restaurant von mehreren. Und ja, ich glaube schon, dass es natürlich die Leistung meiner Mitarbeiter, der Familie ist, die sie jeden Tag einbringen und dass mein Schwager die Gerichte wählt und kocht und der Sommelier die Weine dazu findet, die den Gast erfreuen. Und dann hat das Publikum am Schluss gesagt, okay. Und es freut uns, dass wir, ich glaube, unter 45 Nationen diesen Preis heute mit nach Hause nehmen dürfen. Danke. Und Sie haben es ja auch angesprochen, so einen Preis gewinnt man ja auch nicht über Nacht. Das ist ja monatelange, vielleicht sogar jahrelange Arbeit. Da stecken ja nicht nur Sie dahinter, sondern auch ein ganzes Team. Es ist so. Es ist eine Arbeit, die über einen langen Zeitraum geht. Man muss jeden Tag, sage ich meinen Mitarbeitern, immer versuchen, ein bisschen besser zu werden. Nicht gleich zu bleiben. Das ist einfach vielleicht ein Stück zu wenig. Und ich denke, das bringen meine Mitarbeiter, meine Familie jeden Tag ein. Und ein Stückchen tolle Belohnung haben wir heute gekriegt.